Der Wetterbericht ist ein reiner Schlagzeilenlieferant geworden. Gluthitze, Schneechaos. Früher hieß das einfach Sommer und Winter. Und es war normal. Es war normal. Wir werden verrückt gemacht. Viel interessanter ist es doch, einen Blick zurück nach vorne zu werfen. Welche Prognosen hat es früher für heute gegeben? Schauen Sie sich mal die Prophezeiungen des Club of Rome aus den 70er Jahren an. Eigentlich dürfte es uns heute gar nicht mehr geben. Vielleicht erinnern sich die Älteren im Publikum noch an die Diskussion ums Waldsterben, so Ende der 70er Jahre. Alle haben gesagt, Vorsicht, ne, ein paar Jahre noch, da gibt's keinen einzigen Baum mehr. Und alle in Deutschland haben das geglaubt. Sogar die Schlagerindustrie war infiziert. Es gab damals einen Riesenhit, Alexandra, mein Freund der Baum. So ein Schmachtfetzen. Mein Freund der Baum. Ganz Deutschland ist nach der ZDF-Hitparade weinend in den Stadtpark gerannt und hat irgendwelche Sträucher umarmt. Unglaublich. Alexandra, mein Freund der Baum, das ist jetzt über 40 Jahre her. Und wer ist tot? Alexandra! Und die Bäume stehen immer noch. Ich habe diesen Umweltquatsch auch lange Jahre geglaubt. Jawohl. Und mittlerweile glaube ich ganz fest, wir werden verarscht. Es geht um Produktverkauf, nichts anderes. Und es wird immer absurder. Ihr kennt bestimmt die Aktion von Krombacher. 1 Euro pro Kasten für den Regenwald. Seitdem torkeln jeden Abend zigtausend Männer sturzbesoffen aus der Kneipe im festen Glauben, sie hätten den Regenwald gerettet. Das ist unglaublich. Wir werden verarscht. Meinen Sie wirklich, diese ganzen Firmen, die mit Umweltpolitik werben oder diese ganzen Umweltkonzerne, das sind Menschenfreunde? Nein, es geht um Subventionen. Das sind Milliarden. Ich bin skeptisch, was manche Aktionen betrifft. Es gab zum Beispiel mal auf MTV die Aktion Rapper gegen den Klimawandel. Ja, da standen dann diese kettenbehangenen Monster. Ey, Leute, fahrt kleine Autos. Pff. Ja, das sind die Richtigen. Können Sie sich den Rapper Snoop Dogg in einem Fiat Panda vorstellen? Oder mit P. Diddy auf dem Tandem? Wie sollen dann die Musikvideos aussehen ohne Nobelkarossen? Wo sollen sich die ganzen Schlampen denn räkeln und einseifen? Auf der S-Bahn oder was? Bekloppt! Also. Hi. Wirklich, man muss den Gesamtzusammenhang sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Kennt ihr diesen Umweltengel aus Amerika, the former next president Al Gore? Das ist der, der auf den Sprühflaschen immer hinten in blau als Engel aufgemalt ist. Und Al Gore hat ja vor einigen Jahren den Friedensnobelpreis bekommen für ein Referat. Ich habe in der Schule auch mal ein Referat gehalten. Eine 3+ habe ich gekriegt. Ja. Und der kriegt den Friedensnobelpreis. Das ist ein Skandal. Wussten Sie, dass Al Gore als Repräsentant arbeitet für einige große amerikanische Umweltkonzerne? Mhm. Was ist von der Tatsache zu halten, dass die Grünen einen Großteil ihrer Spenden aus der Solar- und Windkraftindustrie erhalten? Ist das nicht auch Lobbypolitik? So ein bisschen? Nochmal, Umweltschutz, ich bin dabei. Aber beim Thema Klimawandel halte ich es ganz mit einem Zitat von Günther Oettinger. Der hat mal gesagt, ich zitiere wörtlich, "Everything hangs together." Und genau so ist es. Vielen Dank.